Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute eine neue Folge Stiftung Premium Test dabei. Und heute wollen wir uns anschauen den leichten Kampfpanzer M4190 Grand Final. Und warum den M4190 Grand Final? Ganz einfach, weil, wenn man der Seite Reddit glauben darf, dann kommt der M4190 Grand Final in diesem Adventskalender. Ich habe gelesen, dass er am 22. wohl kommen soll und ich möchte euch genug Zeit geben, darüber nachzudenken, ob ihr euch denn den Panzer kaufen sollt oder nicht. Als ich ihn gekauft habe, als er das erste Mal rauskam, hat er, glaube ich, 28 Euro gekostet. Ein super fairer Preis. Warum der Preis so fair ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich habe mal alle gängigen 8er Lights in den Vergleich genommen, außer den T49, weil der für mich eher als Fun-Panzer dient und für mich kein wahrer Light-Tank ist. Er ist irgendwie so eine Mischung aus KV-2, Artillerie und mit einem schnellen Chassis. Also für mich kein Light-Tank. Das hier sind für mich die wahren 8er Light-Tanks und da habe ich ihn mal in den Vergleich gesetzt. Von der DPM her kann ihn nur der Spielpanzer Ru 251 schlagen. Ansonsten hat er mit 2275 eine unfassbar starke DPM, stärker als C54 Lightweight, stärker noch als der WZ 132 und sowieso stärker als der 1390, der einzige Autoloader hier im Vergleich. Bei der Penetration 182, da ist der Ru 8mm stärker, der T54 Lightweight ist schwächer, der WZ 132 nur 7mm stärker und der 1390 mit der normalen AP-Munition kommt nur auf 170mm Penetration. Also auch hier ein solider Wert mit 182mm für einen Light Tank. Alpha-Schaden wie beim Ru 240, T54 Lightweight und WZ haben jeweils 250 und der 1390 hat 6 Schuss im Magazin, A240 Alpha-Schaden. Schauen wir ganz kurz, was es noch so zu beachten gibt. 46 Schuss, also ihr braucht euch keine Sorgen über die Munitionsverteilung machen. Man kann den Panzer tatsächlich leer schießen, ist mir auch schon zweimal passiert. Replays dazu findet ihr auf meiner YouTube-Seite. Ich kann das auch gerne nochmal ins Video verlinken. Ansonsten, ja, deutlich mehr Munition als die anderen Panzer. Bei der Waffenhandhabung, da ist das erste Überraschungsmoment tatsächlich da. Die Aim-Time ist die beste von allen 8er Lights mit 1,73. Sogar noch stärker als der deutsche Ru mit 2,01. Und sowieso stärker als der T54 Lightweight WZ 132. Und über den 1390, ihr seht selber, da brauchen wir nicht wirklich sprechen. Bei der Genauigkeit, da gibt es bei den 8er Lights nur 0,35 und 0,36. Er hat leider die schlechtere Variante 0,36. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich viel, also es fühlt sich nicht viel schwächer an als bei den anderen, weil er halt diese unfassbar starke Einzelzeit hat, gepaart mit der DPM. Selbst wenn ein Schuss mal daneben geht, dann könnt ihr unverzüglich weiterfeuern. Was ihn halt auch wirklich stark macht, das sind seine Dispersion-Werte. Er hat noch bessere Dispersion-Werte als der Spielpanzer Ru. 0,14 bei der Bewegung, 0,14 beim Track Traverse und 0,08 bei der Turmdrehung. Die einzigen beiden Panzer, die bei der Bewegung und bei der Track Traverse ein bisschen stärker sind, sind T54 Lightweight und WZ 132, aber dafür bei der Turmdrehung schwächer bzw. genauso stark. Und wie gesagt, über den 1390 brauchen wir hier in diesem Fall wieder nicht reden. Ich hatte das ja letztens in einem anderen Video schon mal angesprochen, was so die Stärken vom 1390 sind. Das ist vor allem das statische Aufklären, also das passive Spotten und dann das Anbringen seines Clips, also das Rausklippen von einzelnen isolierten Gegnern. Das ist so die Stärke vom 1390. Alle anderen vier Lights hier im Vergleich, die kommen sehr, sehr über die Mobilität und über die Funktionalität der Kanone. Ja, bei der Gun Depression, das ist auch noch ein Spitzenwert. 8 Grad hört sich jetzt ein bisschen weniger als beim Ru, aber ihr erinnert euch vielleicht an mein Advanced Gameplay zum Ru. Falls ihr das nicht kennt, könnt ihr euch auch gerne nochmal auf meinem Kanal angucken. Der Ru hat nur über die rechte oder die linke Seite 10 Grad Gun Depression. Nach vorne und nach hinten erreicht er maximal, ich glaube, 8 nach vorne und nicht mal 6 nach hinten. Also der M4190 Grand Final hat rundherum um den gesamten Panzer während der gesamten Turmdrehung 8 Grad und das ist wirklich ein Spitzenwert, vor allem vor dem Hintergrund, dass die beiden anderen russischer und chinesischer Bauart gerade mal auf 5 Grad kommen und auch der 1390 kommt hier nur auf 6 Grad Gun Depression. Bei der Geschwindigkeit, auch da ist der M4190 wirklich top. 72 km/h ist der zweitschnellste 8er Light hier im Vergleich. Nur der Spielpanzer Ru mit seinen 80 km/h ist schneller. Alle anderen T54 Lightweight, WZ 132 und 1390 sind langsamer mit 69, 64 und 64 km/h.
auch bei der Rückwärtsgeschwindigkeit das Maß der Dinge zusammen mit dem Roux, 24 km/h. Also ihr seht schon, der Panzer ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Nicht nur was die Geschwindigkeit angeht, sondern auch was die Waffenhandhabung gepaart mit der DPM angeht, ist der M4190 Grand Final tatsächlich ein Monster. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal die Terrain Resistance Werte anschauen, auch hier ist er das Maß der Dinge. Außer der WZ-132, der kann ihn in zwei Werten schlagen. Ansonsten hier auch Top-Werte bei der Terrain Resistance, was ihn auch in der Geländegängigkeit wirklich unschlagbar macht. Und es erinnert so ein bisschen an den M41 Walker Bulldog, der ähnliche Werte hat. Ist halt auch ein ähnlicher Panzer, beides M41. Wir haben jetzt hier quasi den M41 Walker Bulldog mit der 90mm Kanone und das ist halt eine Sache, die diesen Panzer so unfassbar schön zu spielen macht. Über die Panzerung brauchen wir uns nicht unterhalten, er baut genauso wie der Ruhe gar nichts. Die einzigen beiden Panzer, die tatsächlich mal in der Lage sind, irgendwo vielleicht mal einen Bouncer zu produzieren, das sind der T-54 Lightweight und der WZ-132. Aber auch da ist die Panzerung, ja, außer beim T-54 Lightweight, und das ist natürlich auch eine Sache, warum der so gerne in ESL-Gefechten oder auch in Clan Wars gepickt wird, weil er halt 160 Turmpanzerungen hat und damit schon in der Lage ist, wenn er Hull Down gehen kann, einigermaßen häufig doch Schüsse zu penetrieren. Das schafft der M4190 natürlich nicht, aber das ist auch gar nicht seine Aufgabe, sondern er lebt vor allem von seiner Mobilität, von dem Arbeiten an Ridgelines, von der Ausnutzung der 8 Grad Gun Depression gepaart mit der Mobilität und der schnellen Einzelzeit. View Range 400 Meter haben sie eigentlich alle, bis auf der T-54 Lightweight, dem hier 10 Meter fehlen. Auch von den Camo-Werten her ist der M4190 Grand Final ein solider Panzer, ein solider Light. Also wen das genauer interessiert, der sollte nochmal unter Wort-Info sich die Camo-Vergleiche angucken. Darauf verzichte ich jetzt hier. Also die tun sich da alle nichts, außer dass der WZ-132 und der 1390 so ein bisschen da das Maß der Dinge sind, was die Tarnwerte angeht. Der 1390 mit dem stärksten Tarnwert und auch der WZ-132 aus der Reihe der Mobilen mit einem sehr, sehr hohen Tarnwert. Der Ruhr hat natürlich auch einen höheren Tarnwert, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, M4190 Grand Final, unfassbar starkes Gesamtpaket. Und ich will euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, wie ich den Panzer ausgerüstet habe und natürlich habe ich für euch dann auch nochmal ein Gameplay dabei, wo ihr vielleicht schon mal den ersten Eindruck bekommt, was denn dieser Panzer imstande ist zu leisten und auch was er denn für einen Credit Output hat. Also viel Spaß dabei. Ja, ich habe in meinem M4190 Grand Final meine Crew drin sitzen. Ihr seht selber identische Crew-Verteilung, auch identische Funktionsweise, was den Kommandanten angeht, mit Funker noch gleichzeitig. Und ansonsten habt ihr einen Richtschützen, einen Fahrer und einen Ladeschützen. Also gleiche Verteilung der Crewmember und von daher hat sich's angeboten, die gleiche Crew zu nutzen wie auf dem Ruhr. Ihr könnt halt perfekt eure Spähpanzer Ruhr 251 Crew trainieren. Ich habe jetzt hier Frauen draufgesetzt, die ich bei den persönlichen Missionen erworben habe. Ganz einfach, weil die natürlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Perks zusammenbekommen. Und ihr seht schon, ich habe hier eine mittlerweile extrem brauchbare Crew drauf. Mein Setup von dem Panzer ist vertikaler Stabilisator. Der ist auf jeden Fall Pflicht, gerade wenn ihr viel aus der Bewegung macht. Dann natürlich entspiegelte Optik und Ansetzer, das ist so mein Setup. Ihr könnt natürlich, wenn ihr noch ein bisschen den Camo-Wert und die Geschwindigkeit, alles drumherum, auch eure DPM ein bisschen boosten wollt, könnt ihr natürlich den Ansetzer weglassen und dafür Lüftung benutzen. Muss jeder für sich selber wissen. Ich fahre ihn mit Medikit, mit Rapkit und mit Schokolade. Ganz einfach, weil ich damit auf fast 500 Meter Sichtweite komme und das ist ein Spitzenwert, an den selbst viele 10er Mediums nicht rankommen, nur mit ausgesprochen guten Crews und wenn sie dann mit Rationen fahren. Und gerade als 8er Light, wo ihr sehr, sehr häufig doch in 10er Gefechte kommt, solltet ihr eure Sichtweite so weit es geht maximieren. Ich könnte jetzt hier tatsächlich sogar noch über 500 Meter kommen, wenn ich denn die Lüftung einbauen würde, aber mir ist es wichtiger, die DPM auch an der Stelle noch ein bisschen zu boosten, um mich gegen andere Lights, weil ihr häufig natürlich mit Lights um Positionen kämpft, durchsetzen zu können. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr mit eurer DPM andere Lights schlagen könnt, ob das nun ein T-54 Lightweight, ein WZ-132 oder auch ein Ruhe ist. Vielleicht dazu noch eine ganz kleine Besonderheit, die nicht jedem klar ist. Dieser Panzer, ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier 14 HE dabei habe. Und der Panzer hat genauso wie der Ruhe eine Besonderheit, und das ist die HEP-Munition. Die hat einen Durchschlag von 102 mm, also eine
unfassbar starke Durchschlagskraft für HE-Munition, kommt da auf einen Alpha-Schaden von 320 und das macht sich dann halt eben doch bemerkbar, wenn ihr gegen gegnerische Lights kämpft oder auch gegen zum Beispiel einen gegnerischen CDC, einen AMX-30, eine Badget, einen 50-100, AMX-50B, all diese leicht gepanzerten Panzer, auch Artis, jedenfalls die Masse der Artis, bis auf die schwer gepanzerten britischen Artis, könnt ihr alle mit HEP-Munition durchschlagen und so könnt ihr natürlich nochmal unfassbar eure DPM steigern, wenn ihr in der Lage seid, diese Schüsse zu penetrieren. Also das ist eine Besonderheit der deutschen HEP-Munition. Alle, die den Rouge schon haben, die kennen das und deswegen habe ich hier auch 14 HE dabei. Ihr könnt damit auch einen Tiger 1 durchschlagen. Ihr könnt halt viele Panzer, gerade auch wenn ihr hinter, zum Beispiel hinter den E3, hinter den E4, die ganzen amerikanischen Panzer, die im Heck einfach so gut wie gar nicht gepanzert sind, einen T110 E5, die könnt ihr am Heck mit HEP durchschlagen und deswegen ist diese Munition unfassbar wichtig und unfassbar stark und aus diesem Grunde habe ich 14 Stück davon dabei. Das ist mein Setup, wie ich den Panzer fahre. Bei den Crew Skills würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, als allererstes Kommandant 6er Sinn, der Rest Tarnung. Dann auf jeden Fall die Sichtskills, Weitsicht als erstes, das bringt mehr Sichtweite und danach würde ich sogar gleich anschließend auch noch Speer ausbilden. Dann habt ihr die maximale Sichtweite, die anderen Crew Skills würde ich dann erstmal Reparatur und anschließend die individuellen Skills wie Fahren wie auf Schienen etc. All das, was zum Feuern aus der Fahrt beiträgt, ruhige Hand etc. Das sind so die Skills, die ich euch am Anfang empfehlen würde. Es ist vor allem erstmal wichtig, Tarnung, Weitsicht und Reparatur. Das sind so die gängigsten Sachen, die ihr braucht auf eurem Light und ansonsten dann später die Einzelskills. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt ins Gameplay. Ja, wir sind unterwegs auf der Map Prokhorovka in einem 10er-Gefecht mit unserem M4190 Grand Final. Wir starten im Norden. Und viele, die meinen Kanal schon länger verfolgen oder auch meine Livestreams kennen, die wissen, dass Damage-Runden im M4190 Grand Final mit über 3000 Schaden keine Seltenheit sind. Das Problem daran ist, dass viele von meinen Zuschauern mir gesagt haben, dass es für sie unheimlich schwierig ist, auch auf diese Damage-Werte zu kommen. Und von daher habe ich jetzt mal ein Video rausgesucht, beziehungsweise ein Replay rausgesucht, wo es gar nicht so sehr um das Schaden austeilen geht, sondern was hat denn der Panzer für ein Spot-Potenzial, wie könnt ihr euer Team unterstützen und wie können auch diejenigen, die vielleicht nicht in der Lage sind, diese enormen Schadenspotenziale abzurufen, aus einem M4190 Grand Final oder einem Ru 251, wie können auch die von diesem Panzer profitieren und das will ich euch anhand dieses Replays hier jetzt deutlicher machen. Wer sehen möchte, wie dieser Panzer in der Lage ist auszuteilen, der kann gerne sich nochmal ein paar von meinen Videos auf meinem Kanal angucken. Ich habe da ja auch eine Runde schon mal reingestellt, wo ich deutlich über 5000 Schaden gemacht habe und auch nochmal 5000 Spotting. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Ansonsten wird der Panzer ja regelmäßig bei uns bzw. bei mir auf dem Kanal gefeatured. Ob nun in der Gefechtsausbildung für leichte Panzer oder auch in Kartenkunde-Videos, nehme ich ihn ganz gerne, um so klassische Light-Positionen oder klassisches Light-Gameplay euch zu zeigen. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal gespottet den 113er, der kriegt auch schon gerade sein Fett weg. Und da kommt der Arti-Treffer. Mein Beileid, mein Bester, würde mich jetzt auch an der Stelle ankotzen. Also wie gesagt, aggressives Spielen wird auf Prokhorovka, gerade wenn so viele Artis im Spiel sind wie bei uns, drei Artis im Team, nicht belohnt. Er wurde jetzt hier rausgeklickt. Ich als Leitfahrer nehme das natürlich dankbar mit, weil es schön viel Spot-Damage ist. Ich habe jetzt hier auch noch den T57 Heavy gespottet. Auch der kriegt sein Fett weg und ich weiß nicht, ob er sich jetzt hier direkt wieder droppen lassen wollte. Nee, hat er kein Interesse dran. T30 haben wir auch gespottet, also nicht vertun. Das sind alles meine Spots mit den 500 Metern. Leider funktioniert hier das Unterstützungspanel nicht. Das heißt, wir müssen uns dann später anschauen, wie viel Unterstützungsschaden wir hier tatsächlich geleistet haben. Auf jeden Fall ist auch der T57 Heavy jetzt Geschichte. Das heißt, wir haben schon zwei 10er Heavys tot gespottet. Wir haben jetzt hier oben auf dem Hill noch ein T30, unten an den Bahnschienen noch ein T30. Irgendwo muss auch noch so ein FV-TD rumstehen. Wenn ihr von dem getroffen werdet, ist in der Regel für euch als Light Feierabend. Also auch das sollte euch klar sein. Wenn ihr mich hier schießen seht, dann seht ihr auch immer, und das habe ich ja auch schon in diversen Videos angesprochen, diese Doppelbusch-Nutzung. Ich spotte den Gegner. Wenn ich jetzt so schießen würde, würde der T30 mich spotten. Das heißt,
hier aus dieser Position kann ich nur spotten. Wenn ich auf ihn dann schießen möchte, gut, jetzt bei der, wenn er so steht, macht es für mich sowieso keinen Sinn, da ist es effektiver, ihn für die Artie zu spotten. Wenn er aber weiter hochkommen würde, dann müsste ich aus dem Busch so weit zurückfahren, dass ich nicht mehr durch den Busch durchgucken kann, am besten sogar noch hinter den zweiten Busch, der sich hinter mir befindet, also diese klassische Doppelbusch-Nutzung. Und dann könnt ihr feuern, ohne jemals aufzugehen, wenn ihr ihn dann wieder verloren habt, dann könnt ihr ihn, indem ihr wieder vorfahrt, spotten. Ich habe jetzt die Schnauze voll gehabt, da hinten ist der FV, auch den haben wir gespottet. Mal gucken, ob wir ihm einen mitgeben können. Auch hier kann ich ohne Probleme feuern, weil hier ein Doppelbusch vor ist. Also der FV wird mich im Leben nicht spotten. Da unten ist jetzt der T30, der hochkommt. Auch hier habe ich einen Doppelbusch. Auch hier kann ich ohne Probleme feuern. Das sind halt immer so Sachen, ihr müsst halt ein Gefühl dafür bekommen, wann könnt ihr feuern, wann könnt ihr nicht feuern. Der gegnerische T30 hier unten wurde jetzt rausgenommen. Wir haben jetzt hier weiteren Spotschaden gesammelt. Der FV versucht sich zu verziehen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Auch da T30. Badgett wird sich sicherlich ein bisschen was von dem Spotschaden auch geholt haben. Ihr seht schon, wie schnell das geht. 6:3. Leider ist es jetzt nicht so wie im Live-Gefecht, wo ihr dann die ganze Zeit auch sehen könnt, wie viel Unterstützungsschaden sammle ich denn. Aber ich denke, ihr habt einen Eindruck davon bekommen. Das war jetzt ein bisschen übermütig von der Badgett, da so rüber zu jodeln auf den RV. Mit dem Wissen, dass im Hintergrund sicherlich noch Panzer stehen. Das kann man auch schlauer regeln. So, mal gucken, ob ich jetzt den FV hier wegbekommen kann. Ich bin jetzt gespottet, das heißt, ich muss jetzt hier erstmal wieder versuchen zuzugehen. Aber auch das, mein Spotschaden auf den FV, 40,05. Da hinten ist jetzt halt noch so ein Objekt 140, was uns so ein bisschen das Leben schwer machen könnte. Es steht 6:4, also entschieden ist noch nichts. Aber wir haben auf jeden Fall, wenn ihr euch das auf der Minimap mal anschauen möchtet, Map Control. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Dazu wird es in der nächsten Zukunft auch nochmal ein Video geben. Und da geht es vor allem um Map Control und um strategisches Spielen. Was damit auf sich hat, wie gesagt, dazu wird es dann demnächst noch ein Video geben. Das ist für Leitfahrer nicht ganz uninteressant, weil ihr häufig genug, es reicht ja, wenn ein Panzer eine ganze Flanke besetzt, solange er für die ganze Flanke dann auch Licht liefert, so wie wir das jetzt hier im Prinzip machen. Jetzt, nachdem wir dann hier vorgestoßen sind, ziehen dann auch unsere Heavys nach. Vielleicht kann ich jetzt hier den RV nochmal rausnehmen. Danke. So, jetzt erstmal kurz in Sicherheit bringen. Hier steht hier hinten auch schön Artie Safe. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal warten, bis ich wieder zugehe. Und ihr kriegt, denke ich, schon, ohne dass wir jetzt hier großartig viel Schaden austeilen, ein Gefühl dafür, wie flexibel dieser M4190 ist. Auch von der Antrittsgeschwindigkeit her, um von der einen Position in die nächste zu verlagern. Er kommt unfassbar schnell auf 60 km/h, bis er dann die Topgeschwindigkeit von 70 km/h erreicht. Da dauert es ein bisschen, aber er schafft es halt unheimlich schnell auf diese 60 km/h zu beschleunigen. Jetzt hat mich leider der WT auf Panzer 4 getroffen. Dafür haben wir da hinten den E75 aufgeklärt. Auch der kriegt gerade sein Fett weg. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass mich hier das Objekt 140 nicht pusht. Ich wollte ihn jetzt hier eigentlich tracken, mir ist es nicht gelungen. Ich glaube, der E5 hat ihn kurz getrackt, hat jetzt seinen Webkit gezogen. Also wenn das Objekt 140, das ist halt auch ganz gut zu wissen, wenn das Objekt 140 nochmal so einen Move macht, dann haben wir die Möglichkeit, ihn an Platz und Stelle zu tracken und dann wird er da oben auch abgefarmt. Vielleicht können wir ihm jetzt hier nochmal einen mitgeben. Da kriegt er nochmal 454 Schaden entspannt mit. Auch das unser Spotschaden. Er steht 8:6. Wie gesagt, es ist immer noch nichts entschieden. Aber der E75 da hinten sieht nicht mehr wirklich vital aus. Und auch hier das Objekt 140 müssten wir eigentlich in den Griff bekommen, wenn wir hier mit sauberen Spots arbeiten. Jetzt prescht da hinten der E50M vor. Vielleicht können wir dem auch noch einen mitgeben. Zumindest spotten können wir ihn, wobei der 1390 ihn vor uns gespottet hat. Also wahrscheinlich werden wir uns mit dem 1390 hier den Spotschaden teilen. Das ist ja immer so, wenn zwei Panzer einen Panzer spotten, dann wird das durch zwei, manchmal sogar durch drei Panzer geteilt, wenn sich der eine oder andere von euch hin und wieder mal fragt. Ja, der Panzer hat da gerade ein 400er Brett bekommen, warum kriege ich nur 92 Spotschaden? Dann werden sicherlich noch drei andere Panzer da gewesen sein, die den gespottet haben. Also von daher, es ist halt immer so, all eyes on me. Alles, was den Panzer spottet, kriegt dann, wenn er Schaden erhält von einem Panzer, der ihn nicht spottet, aus dem Hintergrund, kriegen dann alle den Spot-Schaden geteilt. Für euch im M4190 Grand Final der einzige 8er
Premium Light Tank, den es gibt. Es gibt ja sonst nur den Type 62 als 7er Premium Light und den Type 64 als 6er Premium Light. Ist das natürlich egal, weil ihr kriegt mit jedem Spotschaden, den ihr erzielt, noch zusätzlich Credits. Ihr erinnert euch, es geht hier nicht um Schaden, den ihr macht bei dem Credit-Verdienst, sondern es geht vor allem um die Erfahrung, die ihr sammelt. Und je mehr Spotting ihr macht, umso höher ist natürlich auch eure Erfahrung, gerade in einem Leitpanzer. Und umso höher ist natürlich dann auch euer Credit-Verdienst. So, jetzt habe ich hier einen Fahrfehler gemacht. Ich stelle mich jetzt hier völlig dämlich vor den WT auf Panzer 4. Das Gefecht dauert jetzt noch einen kleinen Moment, weil sich die Gegner hier tatsächlich ein bisschen eingegraben haben und die Badget gleich auch noch unseren E5 abfarmen wird. Das soll jetzt hier nicht mehr Inhalt sein, sondern ich würde sagen, wir schauen uns auf die Postgame-Stats. Ihr habt einen Eindruck davon bekommen, wie mobil gerade auf offenen Karten der M4190 ist, aber ich hatte jetzt auch vom kurzen ersten Kartenkunde-Video zu Himmelsdorf gemacht, eins der letzten Videos von dieser Woche. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, wenn euch der M4190 Grand Final interessiert. Das war ein Gefecht auf Himmelsdorf im 9er-Gefecht, wo ich mit dem M4190 Grand Final 3900 Schaden gemacht habe. Also auch auf Stadtkarten kann er durchaus, wenn ihr denn in der Lage seid, die Übersicht zu behalten, sehr, sehr hart austeilen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze war in Anführungszeichen nur erster Klasse. 114.000 Credits, 2202 Basiserfahrung, beziehungsweise nein, Erfahrung, die wir bekommen haben. Ihr seht schon selber, wir haben hier einige Panzer gespottet, 5 an der Zahl, und wir haben auch reichlich Unterstützungsschaden gesammelt. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 1409 Schaden selber gemacht. Also es ist jetzt nicht wirklich viel, aber es ist ein guter Durchschnittswert. Wenn ihr mit dem M4190 ungefähr so auf 1300, 1400 Durchschnittsschaden, den ihr austeilt, regelmäßig kommt, dann habt ihr einen Spitzenwert. Ein Kill, 1223 Basiserfahrung, und ihr seht schon den Spotschaden. 6185 Spotting Damage. Können wir hier schauen, wie viel wir so gemacht haben auf die einzelnen Panzer. 1311 auf den E75. Gucken wir mal kurz bei dem T30. 1510 auf den T30. T57 Heavy 1590 auf den WT 425. Auf den FV 200 und auf den 113er auch nochmal 1149. Das war das arme Schwein, was ganz am Anfang komplett da aus diesem Graben weggeklickt worden ist, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Also hier nochmal Ontons mein Beileid. Das macht niemals Spaß. Ja, ansonsten kommt jetzt das Interessante. Für diese Runde erster Klasse mit 1400 Schaden und 6185 Spotting 104.000 Credits bekommen in einem Gefecht, was gerade mal für uns 7 Minuten 53 gedauert hat. Also das ist ein Spitzenverdienst. Und ich sage euch eins, das ist keine Seltenheit, dass ihr mit dem M4190 Grand Final, wenn ihr euch denn mal an ihn gewöhnt habt und wenn ihr versucht, so gut es geht, den zu spielen, dann ist es keine Seltenheit, mit diesem Panzer 100.000 Credits zu machen. Also von daher kann ich euch diesen Panzer jetzt unterm Strich nur ans Herz legen. Und für alle, die mich immer fragen, was ist denn der beste Premium-Panzer? Ich persönlich habe mich festgelegt und ich sage, der M4190 Grand Final ist der beste Premium-Panzer Tier für Tier im Game, was auf der einen Seite das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, was er, wie zumindest mich damals, diese 28 Euro gekostet hat, was den Credit-Verdienst angeht und was so seine Konkurrenzfähigkeit gerade im High-Tier-Bereich angeht. Er ist ein unfassbar starker Konkurrent für den RU-251, für den WZ und für den T54 Lightweight. Man kann ihn ohne Probleme in Bollwerk-Gefechten fahren, man kann ihn ohne Probleme in Clan Wars fahren. Gerade für Bollwerks eignet er sich hervorragend, weil ihr, wenn ihr in einem guten Clan seid mit einem ausgebauten Bollwerk, natürlich dann auch immer noch Credit Boost habt. Und wenn ihr dann nochmal auf diese zum Beispiel jetzt hier 100.000 Credits 50% draufkriegt, dann geht ihr halt mal in einem Gefecht, was vielleicht 4-5 Minuten dauert, mit 150.000, 200.000 Credits raus. Also das ist schon wirklich unfassbar stark, wie viel Credits ihr hier einstreichen könnt mit diesem Panzer. Und er macht halt auch noch unheimlich viel Laune. Ich bin ja sowieso ein sehr, sehr passionierter Leitfahrer. Also, ich kann ihn nur jedem ans Herz legen, der Bock hat auf Lightfahren und vor allem, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt nicht die Damage-Dealer seid mit einem Light, selbst wenn ihr das Ganze über Spotten regelt, könnt ihr einen unfassbaren Wert an Credits verdienen. Also von daher,
Holt ihn euch, sobald er vielleicht am 22. dann in den Adventskalender kommt, für alle, die ihn noch nicht haben. Falls dieses Video euch weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich natürlich auch jederzeit riesig über jeden neuen Abonnenten, den der Channel für sich gewinnen kann. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die mittlerweile über 11.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich Weltklasse. Wenn der ein oder andere noch eine Spende für den Kanal über hat, würde ich mich natürlich auch darüber sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stiftung Premium Test mit Maus Akrobaten. Haut rein!